Es geht ab in Wut. Um zu wandern, zu erkunden, zu entdecken, zu werkeln, zu sammeln, verlassene Orte abzuchecken, um zu entspannen. Und auch um Spaß zu haben, die Freude an der Pracht von Mutter Natur und ihren Gaben. Einer macht mal das erste Mal die Kamera an und stellt fest, da sind nur 22%. Was hältst du denn davon? Sag mal was. Du hast die ganze Zeit, ich muss jetzt sagen, er hat die ganze Zeit geredet und jetzt bist du ruhig? Du bist gemein. bist du nicht gemein? Hier, guck mal, ich bin übrigens mit Olli unterwegs. Olli, darf ich dich in Szene setzen oder nicht? Ja, kannst du gerne mal machen. Okay, ja, klar. Nicht so Fotogen, aber oder Video. Doch, klar. Also ich bin heute mit dem wunderschönen Olli unterwegs. Na endlich, guck mal, jetzt hat er was. Ja, da, guck mal. Alles klar. Genau. Also, kommen wir ab in Wut. Mein Name ist Axel und heute geht es offensichtlich nicht ab in Wut, aber auf Wanderschaft, ja. Das fällt unter Wandern und Erkunden. Ich bin heute in Potsdam. Olli macht gerne Fotos. Ich habe ja ganz gerne meine Kamera in der Hand, wie der eine oder andere weiß. Und das nutzen wir heute mal aus. Früher haben wir das zusammen, ja, total zum Spaß auf Arbeit gemacht. Nee, heute machen wir halt wirklich nur so zum Spaß. Spaß. Ja, sorry, das Intro war ein bisschen schnell und verplant. Also grundsätzlich, wir sind in Potsdam. Und was macht man in Potsdam? Natürlich, ich war schon Jahrzehnte nicht mehr hier. Sanssouci. Hier Fotos machen, Sanssouci. Ich gehe spazieren, wandern, erkunden, Sanssouci. Also, wo sind wir? Ja, wir sind jetzt hier im Parkeingang quasi am Grünen Gatter. Ich glaube, das heißt so. Und daneben steht die Friedenskirche, das ist die hier. Die ist ziemlich cool, davor ist so ein See, so ein Gewässer. Dahinter kommt dann so ein Garten, der richtig so bepflanzt ist. Und dann laufen wir hier mal Richtung Schloss, denke ich mir. Ja. Das ist ja so dann die Hauptattraktion mit dem ganzen Weinbergterrassen und dem Garten. Dann gibt es noch das Orangerie-Schloss und ankommt man am Ende auf jeden Fall am neuen Palais, weil das mag ich persönlich, finde ich total sexy. Aber Charlottenhof machen wir auch. Da! Genau. Darum. Und dann da, steigen wir wieder in die Bahn und fahren heim. Belvedere, das erinnert mich an Villa Belvedere früher. Das war eine Disco. Nee, das ist der Sitz vom Bundespräsidenten. Alter. Nein, das war eine Disco. Belvedere heißt ja auf Lateinisch, Italienisch, Spanisch, Türkisch irgendwas wie gute Aussicht. Und das stimmt auch, weil das ist so ein bisschen erhöht. Und wenn man da okay. die Treppe hochgeht, dann sieht man wirklich ziemlich schön über den Garten. Sehr gut, dann fangen wir mal langsam an, uns wirklich was anzugucken, weil bis jetzt haben wir noch nicht gesehen. Nee, außer die City. Ja. Na dann. Es ist übrigens Wochenende, daher recht voll. Mal gucken, wie häufig ich mich traue, die GoPro überhaupt auszupacken. Also das ist der schöne Ort zum Einstieg. Das ist? Ja, das heißt genau Kreuzgang von der Friedenskirche. Das ist echt so super italienisch, finde ich. Und es ist ganz toll, wenn das Licht hier reinfällt, hat man ganz tolle Lichtphänomene in diesem Kreuzgang. Ich mag den Ort total gerne. Können wir uns den jetzt angucken, den Kreuzgang? Ja, wir gehen einfach mal rein. Ja, wir gehen mal rein. Ja, wir gehen einfach mal rein. Im Hintergrund hört man es. Da werde ich jetzt aber nicht hin switchen können. Doch, das können wir. Doch. Ja, aber sind so aufgeschlossen und so ein kommunikatives Feld. Ja, aber hier ist genau, hier wird nämlich ganz viel gegessen schon. Ey, wunderbar. Geiles Bild. Super. Da will man sich überhaupt nicht dazu gesellen. Sieht total nicht ganz alten. Was ist denn das Gegenteil von einladen? Ausladen. Prost. Wir haben es gehört. Ja, wir haben gerade festgestellt, das sieht auch total schrecklich aus jetzt, weil die Sonne falsch steht. Ja? Also normalerweise würde das hier viel schöner aussehen, aber so ist natürlich total unattraktiv. Können wir nicht zeigen. Muss ich rausschneiden. Okay. Also mir wurde gerade gesagt, hier sitzen die 16-Jährigen und kiffen. Also bei uns sah das früher anders aus. Wir hatten ja nix. Wir hatten ja nix. Ja, schrecklicher Ort, ne? Also. Das ist Werbevideo, ist das, glaube ich. Das ist ein altes Werbevideo.
Was soll ich hier verkauft werden? Jesus, Jesus, du warst echt okay. Okay, das ist voll geil. Unsere Unwissenheit ist mal wieder grenzenlos. Weil, warte mal, hier oben ist Good Old Jesus, ja? Und was haben wir jetzt hier? Weil Jesus war ja nicht alleine. Quatsch, er war ja alleine, er hat ja keinen Zwilling oder so einen Spaß. Also ist das hier alttestamentarisch, dieser ganze Kram? Den frage ich mich gerade hier so nach dem Motto, hier mit auch erschlagen hätte ich, wenn er sagt, nee, das ist eine Schale. Dachte ich, nee, aber der ist ja eine Schale. Also, der ist ja gedemütigt, keine Ahnung. Was sind das wieder für Szenerien? Und hier mit einem Bengel, ich meine Engel, der Bengel und der Engel, genau. Und hier haben wir schon wieder zwei Bengel. Aber das wird dann vielleicht wirklich Jesus sein. Lass die Kinderlein zu mir kommen oder so ein Spaß. Ja. Also nicht sehr werbelastig. Ich kann aber in die Kirche reingehen und uns aufklären, ja. Bitten, weil da sitzen meistens fachkundiges Personal. Aber ja, cool. Ja. Heute singen wir uns ein ab. Nein, aus. Ja, und so sieht er eigentlich aus und da steht, er braucht Hilfe, weil jetzt ist er eingezäunt, ne, eingerüstet, nicht aus irgendwelchen Gründen, der muss saniert werden. Und das ist die Tafel, die sich direkt an mich wendet. Selig sind die da, geistig arm sind und so weiter. Ne, also. Also ich werde quasi wahrscheinlich trotzdem in den Himmel kommen, falls es den gibt, weil ich ja so unwissend bin. Fertig. Geile Scheiß eigentlich mit Gott, oder? Muss er, wenn er so cool ist, auch eigentlich jedem, der nicht glaubt, aufgrund dieser Basis dann eigentlich vergeben und sagen, ja, du wusstest es nicht besser? Komm rein. what? I remember this place. Kann mich entsinnen, hier habe ich mit einer, also in meiner Potsdam-Zeit, hier sind ja Fische drin, habe ich hier mit einer jungen Dame gesessen und mich gut unterhalten. Keine weiteren Details, aber im Endeffekt, ja, war es eine schöne Zeit. Ist ja auch ein schrecklicher Ort. Heute werde ich mal auch mehr in Szene gesetzt, ja, also ich werde die ganze Zeit fotografiert. Musste mir übrigens dann auch mal zukommen lassen, weil die musste ich ja dann irgendwie rinschneiden. Da kann ich dir Abzüge von machen oder schicke ich dir die zu. Abzüge? Das klingt immer so, wie kriegst du dein Foto, ne? Wie damals, richtig einen Abzug. Das ist gut. Ein Album. Hast du auch ein Album von DJ Bobo? Doppelalbum. Nein, ich habe so viel Bravo-Hits, Albumse. Da ist der überall drauf. Von Rock 1 bis 12. Der lässt sich alle wieder schon ehrlich zusammenschneiden. Aber das sind immer die Sachen. Ne? Aber die landen gerade aus Prinzip deswegen drin. Crazy. Verrückt, was hier nicht alles wächst. Jetzt frage mich bitte nicht, was es sind. Aber warte mal, doch. Wie ist es doch? Bei der Rinde, so kaputt wie die auch ist, aber das können doch keine Platanen sein, oder? Platanen? Das ist eher deine Abteilung, da kann ich überhaupt nichts zu sagen. Ne, von der Rinde her, aber die war so fett. Wahnsinn, ne? Also die sind ja so wahrscheinlich so alt wie der Park oder wie die Kirche. Ja, wir sind natürlich nicht die Einzigen hier. Wer hätte das gedacht? Also ja, ist Wochenende und ist gut besucht. Und gucken wir uns doch mal hier. Oh mein Gott, welcher ist das denn? Ist das nicht ein Friedrich? Ja, ja. Hauptsache, der hat Rexpilz erfunden. Der wartet doch mit dem Rexpilz, oder? Was hat er erfunden? Der hat Rexpilz erfunden. Friedrich der Große. Ja, ich hätte mich nicht anders genannt. Ich hätte mich als Nachfolger Friedrich der Größere genannt. Auch wenn es nur um Inches geht. Oh Mann. Wie gesagt, ja, er ist der Erfinder des Rexpilz. Weltkulturerbe, ja? Schon ja. Crazy. Das sieht doch eigentlich aus wie aus dem Bilderbuch. Ja, zu schön, um wahr zu sein. Das ist wirklich, sieht aus wie einfach so gemalt. Ich gehe mal näher ran, damit man das wirklich sieht, was ich gerade sehe.
Ja, was sehr abgefahren ist, weil, genau, was ist das? Also ich meine, Kinder ersticken, das, da wird davor gewarnt. Müsste da jetzt nicht ein Warnzeichen irgendwie dabei sein? Sieht schon, so, also es ist richtig geil gemacht. So, oder? Ja? Es ist richtig geil gemacht, aber ein bisschen spooky ist jetzt schon. Aber Mutti ist ja auch nicht die normalste, ne? Also. Die ist ja halb Löwe, oder? Ja, das ist eine Löwenmutti. Aber ganz komische. Vielleicht frisst sie ihre Kinder auch mal ganz gerne. Wir haben hier gerade eine Skulptur entdeckt und ich dachte erst so beim Kopf, okay, das ist eine Frau, dann gucke ich den Körper an, denke mir, er ist ein Mann und dann denke ich, oder wer ist das? Wer ist das? Auf jeden Fall ist es nicht alles auf Jesus angelegt. Ich habe auch schon Hermes gesehen. Daher, wer ist das hier überhaupt? Irgendwie einer mit Pfeilen auf jeden Fall, wie heißt denn der? Igelei. Hier das nächste Bild, wo Kinder malträtiert werden, komischerweise. Oder werden Fische gefangen und das, Kinder. Ah, hier Kinder und Fische werden gefangen. Hm. Oder Kinder wie Fische. Das ist, warte mal, das Kind hat auch einen Fischkörper. Oder was? Ja doch, der Körper von dem Kind geht weiter. Ach so, siehst du halt auch, hat doch Fishy Hands. Ja, schwimm heute zwischen den Fingern. Ja, und hier haben wir natürlich noch einen Hermes. Der passt hier auch total toll rein. Yes. Hier sind einfach alle dabei. Und alle sind sie da. Schicken Hut auf jeden Fall, bitte. Ja, wir wollen also, hast du jetzt Hermes erkannt hier? Na, wegen dem Hut, ja. Ja. Oder nicht? Oder muss er die nur am Fuß haben? Mit den Zwiebeln, ja. Egal. Ja, ja, was die sich hier dabei gedacht haben, weiß ich auch nicht. Wer bringt hier irgendwie wen um? Ja, derzeit drückt den ein bisschen. Hab dich so lieb. Hab ich früher schon nicht gemocht. Also der ganze Stufenkram sieht halt nicht aus. Gibt es eine flache Brandenburg nicht? Genau, in Brandenburg kannst du was nicht zu existieren. Nein. Nein, Stufen sind doof, aber ich finde es auch gar nicht so hübsch. Also oben ist es wieder attraktiver und dann gucken wir wieder runter, dann wird es auch wieder attraktiver aussehen, aber fand ich früher schon nicht so attraktiv. Hier bin ich mit dem Skateboard an den Seiten, konnte mit dem Skateboard runterfahren. Nicht sinnvoll. Ich hab mich auch nicht auf Fresse gepackt. Geht jetzt um. Ja. Ist richtig warm. Wir haben. Warte mal, 1, 2. Wir haben ganze drei Treppen genommen und jetzt sagen wir, gehen wir einfach an die Seite. Weil da kann man hochrollen. Cool, aber gegenseitig hoch. Ja, wir rollen jetzt da hoch einfach. Fertig. Und von wegen Hochrollen, wie gesagt, hier bin ich mal mit dem Skateboard damals runter. Bin dann genau am Ende angekommen. Da blieb das Skateboard abrupt stehen und ich fuhr weiter. Ja, der Boden ist richtig übel, genau. So habe ich ihn auch in Erinnerung. Aua, 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 aua. Ich glaube auch noch, ich ein bisschen so holprig, dass ich schon. Ja, hier ist an so einer Kante. Ja, hier, mies. Hier, genau. Da kam dann irgendwie so eine Kante und der Boden ist ein richtig schöner. Richtig schöner. So sah mein Bein dann noch aus. Ja, wenigstens die Sonne hier auf unserer Seite und scheint das Flüsschen an. Da rankt sogar Wein dran, weil. Ah, okay, muss ich mal zeigen. Weil das Ding, wozu ist das da, denkt man sich. Aber wenn das mit Wein früher bestimmt berankt war, macht das mehr Sinn. Alles. Also da rausgelaufen aus seinem Schloss, einmal durch den Wein durch, raschel. Einmal durch den Wein. Hinsetzen. Wein trinken. Sehr gut. Also wenn ich mich nicht irre, also es ist halt so ein bisschen auf Wein ausgelegt, mit so Satyren oder wie sie heißen. Auch da überall noch mit Wein dran. Ne? Also ja, ich glaube, hier wurde gesoffen hoch 3. Ich
richtig sehen. Na los! Oh! Angeber! Angeber! Voll an. Oh ja, das ist schon mal. Das gibt mir so ein kleines Video. Das hat ja jetzt gerade auch aufgelenkt. Einfach trinken. Der Denker kann wieder. Aber die Zigarette passt nicht dazu, würde ich mal sagen. Das ist ja. Der Denker kann wieder. Ja, jetzt wissen wir, woran sich hier Blizzard uns so orientiert hat. Ne? Hier haben wir den Druiden. Der Original-Druide. Und der ist nur dafür da, um eine Laterne zu halten. Crazy. Und der hält ja nur 3. Ich zeige gleich nochmal einen, der hält mehr. Ja, hier haben wir noch einen, der trägt noch mehr Laternen. Adidas sogar, guck mal. Ja, da sehen wir, wie er mit seinem Adidas-Ball spielt. Ja. Nennt sich glaube ich, Globus-Ball. Also gegebenenfalls wurde hier nicht nur Wein getrunken, sondern auch mal Ball gespielt und auch mal ein Buch gelesen. Hier ist der Beweis. Ja, also bei dem Gesichtsausdruck, da fragt man sich schon, ob man hier willkommen ist, wenn man eintritt. Wahrscheinlich eher nicht. Ich würde ja einen Pullover-Strick in damit mit dem Dorf und ja. Sie hat nämlich einen Wollknäuel in der Hand. Und die sind ja alle so nackig hier. Da muss ihm erstmal einen Wollpullover stricken. Olle Hermes darf, hier haben wir gerade festgestellt, die Pott bringen. Die Dame hier darf den Wein bringen. Und er hat die Arschkarte, er darf einen Staffelstab bringen. Huhu, hier hast du ein Stück Holz. Danke. Darf ich jetzt damit losrennen? Ja. Das ist ein Anfängerstück, da mussten die Finger stabilisiert werden, damit die nicht abfallen. Ja, wollte gerade sagen, sind die noch drin, um es zu stabilisieren, oder hat man die einfach nicht rausgenommen? Ja, hier hat eine Medusa auf seinem Schild. Sag ja, alle sind sie da. Kultur, da haben wir es nicht mit. Nehmen wir einfach alle. Olli hat seinen neuen Job gefunden. Du musst jetzt aber alle Leute hier begrüßen, die mal vorbeikommen. Nein, die dürfen ja nichts sagen. Das ist bei den Engländern. War das früher, meinst du das früher genauso? Du musst halt alle fotografieren, die reinkommen. Ich habe mal von hier eine wunderschöne Aussicht. Wenn du oben bist, ist es vielleicht ganz nice, ne? Ja, wenn man oben ist, aber gucken wir mal, ob das jetzt von hier aus so stimmt. Ja. Was sagt ihr? Bella Vista, ey. Ist es Belvedere? Was ist da kaputt, ha? Und da drüber ist aber der Hopfengarten. Und da hat man also auch ein Bier angebaut. Ne? Ja, hurra, es gab einen Hopfengarten. Es gab nicht nur Wein, es gab auch Leute, die Bier getrunken haben hier. Nein, ein Mönch ohne Bier ist zum Beispiel auch, glaube ich, nur ein halber Mönch. wir hatten uns vorhin kurz über unterhalten, dass ja hier natürlich sehr viel Gartenpflege und sowas, Gartenpflege, also Parkpflege betrieben wird. Aber im Endeffekt ja, gibt es natürlich keine großartigen Sturmschäden, weil gab es nicht. Jetzt haben wir mal ein, zwei entdeckt und zu einem müssen wir jetzt mal hin. Da ist der eine.
Nicht interessant. Aber der. Super. Aber der andere, der hat's in sich. Da müssen wir jetzt mal hinlaufen. Würdest du mal kurz zum größten Vergleich dich da vorstellen? Oh, wie groß bist du, wenn man fragen darf? Ja, so 1,85. Ja, ja, der ist ein ordentlicher. Ist der Dackel jetzt auch drauf eigentlich? Kann ich nicht sagen, ob der Dackel drauf ist. Nee, sieht nicht so aus. Ist der Dackel drauf? Egal, ich wollte bloß mal zum Größen fangen. Boah, Alter. Heiligsblech. Der ist größer als ein Mensch auf jeden Fall. Ich komme hier gerade mal so und das geht ja so lang noch mal größer. Ja, und da ist ja noch ein Stück rausgebrochen sogar an der Seite. Der ist im Durchmesser. Der ist im Durchmesser 1,70 würde ich jetzt sagen. Mindestens. Ja. Und das ist ja der Anfang hier vom Ende. Ne? Hier unten. Total verrückt ist das. Also ich bin ja auch ein bisschen größer als 1,80. Ja, ja. Und dann fehlt noch ein bisschen, deswegen sag einfach, okay, vielleicht sind es 1,60. Vielleicht sagen wir 1,60. Aber dadurch, dass er da noch mal länger ist, 1,60, 1,70 ist schon gewaltig. Gewaltig. Ja. Mächtig, gewaltig. Dagegen verschwindet alles. Guck mal, war die Viecher, die hier durch sind, war ja damals ungefähr, hier müssen ja mal ran, ganz, ganz früh Viecher durch sein. Und das Loch muss ja mitgewachsen sein, ne? Nur zum Schluss mal gleich. Oh, geil. Echt hastig. Krass. Ja, also die Orangerie hat schon fast Lost Place Charakter. Ja, also Orangerie steht außer Frage, ne? Warum heißt das Ding denn eigentlich so? Vielleicht, weil man hier drin ein Gewächshaus aufgezogen hat mit Orangen. Ja, cool, auch wenn die Aufnahme natürlich durch die Scheibe jetzt nicht so sauber ist. Oh, ich versuch's mal hier mit. Ja, vielleicht können wir noch ein Foto hin. Aber da wachsen sogar welche dran schon. Schön. Brandenburg, wie man es kennt. Typischer Brandenburger Baustil. Ja, typische Bepflanzung hier, Vegetation. Vegetation, Baustil, alles typical Brandenburg. Der Papa. Sind wir auf der anderen Seite der Mühle. Ja, wir können mal kurz hoch. Also ran. Da steht closed dran. So sieht eine geschlossene Mühle aus. Total closed. Wind hat etwas zugenommen. Prioritäten. Na dann, was nehmen wir denn? Ich kann schon nicht entscheiden. Da ist sogar ein Butterbrötchen dabei. Ja, zum Wohl. Warum sieht so ein Himmel durch eine Kamera immer krasser aus, als er wirklich ist? Naja, bei mir ist ein Polfilter drauf, deshalb ist es sowieso krasser. Ja. Ja, leider ist der Flieder morgen im Licht und nicht jetzt. Aber ist schon krass. Boah, das ist echt cool. Hallo. Du bist auch nicht gerade einladend. Du willst ausladen. Der Bruder von dem anderen Bürger. Ja. Oh, mein Palais. Oh,
Hatte vorhin noch die Dame einen Drachen auf dem Kopf, hat er, glaube ich, einen Wiesel auf dem Kopf. Ja, schönes Bild. Der muss ja irgendwie so schießen. So, dann schießt er jetzt so. Dem aufmerksamen Zuschauer wird aufgefallen sein, dass wir uns im Kreis bewegen. Und nicht das erste Mal. Ja, wir haben eine große Runde gemacht, eine kleine Runde gemacht und gehen jetzt nochmal einmal komplett straight durch. So ungefähr, ja. So sieht das aus. Jetzt Charlottenhof. Also quasi so, wenn man das mal aufzeichnen will. So. Wollen wir so? Wie jetzt? Sag mal. So. Nee. Doch. Das Schöne ist, jetzt kann man ja auch sehen hier vorne an der GoPro, wie es wirklich ist. Also meines Wissens nach sind wir, warte mal, wie kamen wir von hier? Ja. Wir sind relativ, warte mal, straight rein. Friedenskirche? Dann sind wir hoch, wir sind wieder so zurück und dann gehen wir eigentlich, warte mal, wir wollten so, nee, einen großen Bogen, machen wir doch so? Machen wir doch einen so? Ja, wir haben einmal gekrillt, weil wir sind ja quasi einmal quer durchgelaufen vom Sanssouci ja, bis zum Palais. Einmal ziemlich einmal durch. Ganz nach oben. Mit Abwägen, ja doch. Orangerie. Und jetzt gehen wir einmal runter und haben wir gerade den Weg, den wir eben lang gegangen sind, geschnitten, 90 Grad Winkel. Dann sind wir uns ja einig. Wieder. Das mitten in Potsdam im Mai. Also schon krass auch, ja? Ja. Brandenburg im Mai. Ich habe mal kurz drüber nachgedacht, aber ja, die ist echt. Ja, das ist jetzt echt? Das ist nicht das ist irgendwelcher echt. Stein, das ist eine echte. Ja, ich bin hier besetzt worden. Hier haben wir ein schönes Beispiel einer Buche. Was für eine Buche? Sie ist rot. Aber rot ist, rot, apropos rot. Rot hat ja so einen doofen Anstrich bekommen. Und da bin ich vor kurzem über so ein Bild gestolpert. Who's afraid of red? Blue and yellow. Das war natürlich ein expressionistisches Werk, was einen anderen Anstrich früher hatte, aber war ja auch trotzdem Zeit des Kalten Krieges, daher wird es früher dementsprechend auch einen Anstrich gehabt haben, aber heute nochmal ein ganz anderes Thema, beziehungsweise hat heute nochmal einen anderen Anstrich bekommen. Oder er wurde einfach aktualisiert. Das war ja früher bestimmt noch. Wird ja nicht nur Kanu, man wird ja nur Sub. Das sieht wirklich total verrückt aus und es erinnert so ein bisschen an Termitenhügel. Ja, aber das ist ja. Ne? Also die sehen sehr, sehr eigen aus. Das ist wirklich, gibt ein echt komisches Bild ab. Ja, um nochmal eine Dimension zu haben, ne? Das sieht krass aus. Also so ein bisschen unwirklich. Cool aus. Hoffen wir es. Ich gehe noch mal kurz nach vorne. Aber sieht man das Wasser nicht mehr. Egal. So viel zu Sanssouci. Ja, ich hoffe, ihr hattet genauso viel Freude wie wir. Und wenn nicht, egal. Bis zum nächsten Mal.